Also Luca, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Also ein Gerücht ging in der Army rum, dass du schon mal einen Crush auf Melia hattest. Stimmt das? Jo Leute, was geht? Ich bin's, eure Melina. Ich bin gerade hier mit dem Luca. Jo Leute. Und wir sind gerade bei dem Videodreh. Und ja, viel Spaß. Boy, ich sehe was, was du nicht siehst. In dem Musikvideo geht es um ein Mädchen, das in einen Jungen verliebt ist, der Junge aber halt nicht in sie. Und dann stellt sich halt das Mädchen vor, wie es halt so mit ihm wäre und so. Also in dem Video ist ja die Situation so, dass das Mädchen den Jungen liebt, aber der Junge halt das Mädchen nicht. Und warst du auch schon mal in so einer Situation? Ja, ich war schon ein paar Mal in dieser Situation, dass ich ein Mädchen, also ich hatte auf Mädchen einen Crush und sie hat mich nicht, so gesehen. Warst du schon mal in so einer Situation? Ja, also ich war auch schon ein paar Mal in der Situation. Also ich war dann schon sehr traurig, dass die Person mich halt nicht geliebt hat und so. Und du immer wieder sagst, wie lieb du mich hast. In dem Video geht es halt um eine perfekte Beziehung, wie man halt zusammen lacht, weint, sich gegeneinander tröstet und sowas halt. Also Trey hat sehr viel Spaß gemacht mit Melina. Sie hat es auch sehr gut gemacht und das Musikvideo wird super. Ja, also ich finde, es hat auch auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Luca hat es auch sehr, sehr gut gemacht und... genau. Wir fahren einfach los von München bis Berlin. Also im Musikvideo sind wir S-Bahn gefahren und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Also bist du so eher der Typ, der wo die Beziehung so in der Öffentlichkeit zeigt oder eher so verheimlicht so? Also ich würde sie schon zeigen, weil man steht ja dazu, dass man eine Freundin hat. Also ich stehe zu meiner Freundin, wenn ich eine hätte. Ja, ich würde schon zu ihnen stehen, weil ich bin auch natürlich stolz auf ihn, weil ich habe ihn ja ausgesucht so und deswegen... ja, würde ich auch zu ihm stehen. Wie wir shoppen, ja, die Tüten sind schwer. Meine Lieblingsszene war, wo wir shoppen gegangen sind und Luca mir die ganzen Tüten getragen hat und mir alles gekauft hat. Danke nochmal, ne? Ja, bitte. Meine Lieblingsszene war, wo wir beim Riesenrad waren und es war auch dunkel und die Lichter waren also sehr bunt und so. Und es war echt eine coole Kulisse. Wir sind gerade bei einer neuen Szene, also wir frühstücken jetzt gerade in dem Video und ja, Luca, was musstest du gerade machen? Ja, ich musste kleckern, also so lachen dabei. Also bei der ersten Szene saßen wir halt so am Tisch und haben halt so gegessen und so. Luca musste dann kleckern halt, weil die Textzeile geht ja auch, wie du kleckerst und darüber lachst und genau. Wie du kleckerst und darüber lachst. Bei der anderen Szene war die Textzeile: Wir sind die Superstars in unserem Film. Da haben wir uns halt verkleidet, hatten so Hüte aufgehabt und so. Es gab halt nicht so lange Spaghetti, deswegen mussten wir ein bisschen suchen halt. Und die Szene haben wir für die Textstelle gemacht. Wir beide sind die Superstars in unserem Film, deswegen auch hier unsere Hüte halt. Ja, genau. Ich sehe, wie wir lachen, wie wir durchdrehen und brüllen. Wir beide sind die Superstars in unserem Film. Du solltest öfter diesen Hut tragen, der war, sah echt gut aus, Handy. Nee, fand ich nicht. Kannst du auch machen. Du. Ja, same. Luca, würdest du denn echt auch ein Mädchen so trösten oder sie halt eher auslachen? Ich würde sie schon trösten, weil... es gehört sich so. Schon? Ja. Okay. Wie sieht's aus mit den Tüten? Würdest du die auch tragen? Also ein paar Tüten schon, aber jetzt nicht alle, weil die hat auch zwei Hände. Und ja, also du hast zwei gesunde Hände. Ich auch, also zwei hier, zwei da, zwei da, zwei da. So. Ich sehe ein Leben voller Freude und Magie. Also Luca, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Also ein Gerücht ging in der Army rum, dass du schon mal einen Crush auf Melia hattest. Stimmt das? Also, warte. Oh, ich stand 15.15 Uhr, ich musste ja noch nach München fahren, gell? Es war schön und ja. Ciao. Ja, ciao. Na gut, das war's mit dem Video. Bis dann. Ciao. Ich weiß zwar nicht, wer ich bin, aber scheiß drauf, scheiß drauf. Weißer Rauch, steigt ja rauf, immer dann, wenn eine raucht. Meine beste Freundin hatte gestern ihren ersten Rausch. Irgendwas lief mit dem Freund draußen dort im Treppenhaus. Ich schau jedem Jungen nach, Papa findet's gar nicht nice. Doch ist mir egal, denn diesen Boy, ich find ihn einfach heiß. Mama sagt, komm, lern doch mal, denn man wird nur gut mit Fleiß. Und ich nick sie an, obwohl ich voll auf ihre Worte scheiß. Denk, Oma, ist mir doch egal.